Putin droht mit dem Atomkrieg, mit dem Atomschlag. Putin will verhindern die westliche Einheit, also diesen ganzen Schmonzkram, diese ganze Phrasiologie, dieses Aggressive, dieses Herabwürdigende. Heute ja noch viel schlimmer beim ZDF. Das ZDF ist ja wirklich also in einer Art und Weise transatlantisch, sklavisch transatlantisch ausgerichtet. Marie-Louise Beck tauchte in den Unterlagen, in den geleakten Unterlagen der Integrity Initiative auf. Die Wucht der transatlantischen Narrative ist so immens. Und Gegneranalyse ist auch Stasi-Sprache. Es sollte also dazu gehen, russische Narrative unglaubwürdig erscheinen zu lassen, die transatlantische Narrative halt als das Maß der Dinge. Die Expansion der NATO in das ehemalige Sowjetgebiet ist ein strategischer Fehler potenziell epischen Ausmaßes. Ausgerechnet dieser Mensch stellt sich dann hin und fordert ein Tribunal für Wladimir Putin. Wir haben damit gar nichts zu tun. Das ist alles eine freie Entscheidung der Ukraine. Dass das also mitnichten eine Sache ist, die Ukraine entscheiden kann. Ukrainischen Getreideexporte mehrheitlich überhaupt gar nicht nach Afrika gegangen sind. Wenn man jetzt US-Analysten liest, die sagt, wir hätten es verhindern können, wenn wir es gewollt hätten, aber wir wollten nicht. Moment mal, ihr verbrennt da also ukrainisches Leben, ukrainische Menschen, die ukrainische Infrastruktur, lasst ihr also draufgehen für etwas, was ihr Werteverteidigung nennt. Wenn das westliche Werte sind, finde ich, die müssen nicht verteidigt werden. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und ich freue mich auch, dass der Herr mit den zwei Vornamen, der Andreas Peter, zu uns gefunden hat. Meine erste Frage aber, um den Andreas kurz so ein bisschen zu umreißen. Die Frage war vielleicht von dem einen oder anderen, aus welchem Grund kennt man denn diesen Herrn nicht? Warum hat man den noch nicht so oft gesehen oder gehört? Denn eigentlich ist er ja mit einer ganz langen journalistischen Karriere schon zu Hause im Metier. Ich glaube, du erzählst das, glaube ich, selber. Du bist, wo du herkommst, wo du dein journalistisches Handwerk gelernt hast, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man das einfach immer noch mal sagt. Denn wir empfinden ja, dass der ein oder andere diesen Beruf oder das, was er mal gelernt hat, gar nicht mehr so wichtig nimmt oder nicht mehr so gehandhabt wird. Und insofern geht es sicherlich dann auch um dein Thema letzten Endes. Direkt, indirekt, genau. Dann würde ich doch gerne mal wissen, aus welchem Grund hat man dich denn nicht so gesehen? Warst du eher so dieser Schattenmann oder der im Hintergrund, der aber dann schon ganz tief hineingegangen ist? Also ich glaube, erstmal guten Abend. Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass ich beim Radio gearbeitet habe, viele Jahre, für den Mitteldeutschen Rundfunk und für die ARD-Radios und beim Radio. Das Radio wird nicht so glaube ich, in der Rezeption der Menschen wahrgenommen wie Fernsehen. Also wir sind visuelle Wesen, alles, was wir sehen können, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, Fotos überhaupt, das ist viel wichtiger. Und die Stimme ist, ja, die nimmt man quasi als Begleitmusik, als Background morgens wahr, mache ich ja selber auch. Also ich habe Radio an, nebenbei sogar noch das Fernsehen laufen und gucke aber nur hin, wenn mich jetzt irgendein Triggerwort oder so. Also ich glaube, daran liegt das. Ich ehrlich gesagt bin auch gar nicht böse, dass es so ist. Ich genieße das auch, dass ich beobachten kann, ohne dass ich auffalle oder irgendwie jemand sagt, ich kenne sie doch oder diesen. Manchmal fühlt man das irgendwie, als wenn da einer, als wenn man angeguckt wird und dann weiß man nicht so richtig, eigentlich, es kann gar nicht sein, dass die dich kennen oder so. Das wäre, ich bin da nicht irgendwie, weiß ich, Anne Will oder irgend sowas. Und es hat aber auch noch einen ganz konkreten Hintergrund, dass ich relativ froh war, dass es nicht so ist. Ändert sich vielleicht. Ich bin jetzt häufiger eben dann doch auch mit Fotos zu sehen. Ich habe jahrelang darauf geachtet, dass so wenig Fotos wie möglich von mir öffentlich werden. Ich habe beim Mitteldeutschen Rundfunk eher zufällig viel über die NPD und über den rechten Rand, also wirkliche echte Nazis, gemacht und wurde regelrecht bedroht. Unter anderem von einem Holger Apfel, der im Sächsischen Landtag für die NPD saß und inzwischen auf Mallorca ist. Und keiner fragt sich natürlich, woher er sein Geld hat.
Aber das nur nebenbei. Also jedenfalls wollte der mich verklagen und wollte über die Klage meine Adresse rausbekommen. Und das ist so die Taktik der NPD gewesen, NPD-Anwälte, Klagen zuzustellen und dadurch die Privatadressen rauszubekommen. Über die Akte dann genau. Quasi. Und das hat der MDR, Gott sei Dank, die juristische Direktion damals verhindert. Und das war für mich so ein Warnsignal. Also der Anwalt, den ich konsultiert hatte, meinte auch, ich sollte also aufpassen, weil es also durchaus auch Kollegen gibt und Kolleginnen auch, die massiv eben bedroht werden. Ne? Und gar nicht mal so sehr von NPD-Funktionären, oder so, sondern wirklich so von den anderen, also Burschenschaften oder Aktiven. Genau. Also es gibt ja einige Gruppierungen, die nicht parteigebunden sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das war so einer der Gründe dafür. Wie gesagt, ich bin gar nicht böse darüber, aber das war so der Grund. Ich dränge nicht unbedingt in die Öffentlichkeit, ist gar nicht mein Ding. Hat dann auch später in meiner beruflichen Laufbahn auch dazu geführt, dass ich eben Berufe hatte oder Positionen hatte, die das auch begünstigt haben. Also, dass ich nicht jetzt rausgeguckt habe. Ich war eben Referent, habe Reden vorbereitet für andere, habe Redezettel geschrieben, Dossiers etc. War also noch Möglichkeit so in der zweiten Reihe. Das liegt mir eigentlich. Ich bin gar nicht die Front, die Rampensau, obwohl meine Eltern und Großeltern immer gesagt haben, dass ich das bin, schon als Kind. Okay. Aber ist nicht so mein Ding. Okay. Das ist ja immer die eigene Sicht und dann die Sicht der anderen. Genau. Aber ich denke, du hast da schon Potenzial. Aber elegant, charmant. Das, was du auch noch machst, ist nicht nur die Arbeit beim Kontrafunk. Da warst du also von Anfang an dabei. Etwa anderthalb Jahre ist das her. Und du sagst, es ist mit steigendem Erfolg etwa, kann man die Zahl nennen, ist die veröffentlicht? Also mit welchem Umsatz der Kontrafunk im Moment arbeitet? Also der Chef, Burkhard Müller-Ulrich, den vielleicht, ich weiß gar nicht, aus der Gegend hier müssten den, glaube ich, sicherlich einige kennen. Der hat beim SWR gearbeitet. Ach so, in Mainz dann wahrscheinlich. Okay. Und auch bei der, ich glaube, beim Deutschlandfunk, glaube ich, hat Burkhard gearbeitet. Egal wie, jedenfalls die letzte Zahl, die Burkhard veröffentlicht oder uns gesagt hat, waren 150.000 Hörer am Tag. Das ist für unser Radio wirklich, das ist ein Internetradio, also wir haben keine Frequenzen. Wir haben, auch das war die letzte Zahl, die er genannt hat, so ungefähr 1,2 Millionen zur Verfügung im Jahr. Wir sind ungefähr 30 Mitarbeiter und damit machen wir ein Vollprogramm. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu den 8 Milliarden, die der öffentliche Rechte haben, 10 sogar jetzt schon, 10 sogar, dann ist mit Mitarbeitern, also ich weiß es vom MDR, da waren es glaube ich zuletzt, ich glaube um die 2000 feste Mitarbeiter und irgendwas in eine fünfstellige Zahl an freien Mitarbeitern, dann sieht man schon, was das für Dimensionen sind. Und dann finde ich auch, fand ich dann auch, ich bin jetzt nicht so der dann sagt, ja, wir sind tolle Hechte, aber ich fand dann schon so einen gewissen Stolz, was wir da geleistet haben oder wie wir das schaffen, dieses Dezentrale. Also wir sind ja, ich bin in Berlin, die Kolleginnen und Kollegen sind über das ganze Land verstreut, bis hin nach Österreich und in die Schweiz, einige sogar noch weiter. Und das gute Internet oder Neuland, wie wir es ja gelernt haben, bringt das, also man kann das machen. Das ist also ein bisschen aufwendig gewesen, ein bisschen hakelig am Anfang. Aber inzwischen läuft es und so gut, dass viele Hörer das gar nicht wissen, dass wir, die denken immer, wir sitzen in irgendeiner Redaktion, machen wir aber nicht. Ja, das geht gut. Und dass der Kontrafunk sich so gut entwickelt hat, ist auch vor dem Hintergrund eben interessant und gut, finde ich, weil er am Anfang natürlich sofort bekämpft wurde vom Schweizer Magazin Blick. Von den Übermedien auch, die richtig gehässigen, also wirklich auch mit falschen Fakten gearbeitet haben, um uns eben zu diffamieren, sofort in die rechte Ecke zu schieben. Burkhard hatte halt, ich weiß nicht, was ein Fehler war, aber Burkhard war AfD-Mitglied und das kam natürlich raus, war natürlich gefundenes Fressen. Und darauf wurde hin alles eben der AfD-Sender. Ne? Also völliger Schwachsinn. Burkhard hat das damals nach eigener Aussage aus blankem Gnatz gemacht, weil er diese Art und Weise, wie damals Lucke Henkel, also der Anfang der Partei wieder entstanden ist, wie mit denen umgegangen wurde, bloß weil sie halt eine andere Meinung haben zum Euro oder so. Und so ist das ja auch heute so. Also sobald man irgendwie den Kopf raushebt und irgendwie sagt, nee, sehe ich anders, wird man ja sofort, geht erst der Rasenmäher rüber, weil man schnell genug von dem Kopf wieder eingezogen hat und dann wieder rausguckt. Kommt dann sofort die Nazi-Keule da hinterher und sowas. Also das ist ja wirklich unsäglich geworden inzwischen.
Und ich als eher Linker war überrascht, dass ich also zum Kontrafunk eingeladen wurde durch Burkhardt. Ich stehe auch dazu, muss ich sagen, dass ich eher mich selber auf dem linken Lager verorte. Aber heute links und rechts, ja mein Gott, also es sind wirklich nur noch Worthülsen geworden. Ja. Und ich fühle mich beim Kontrafunk insofern deshalb wohl, obwohl ich mit der Querdenkerbewegung gar nicht so viel am Hut hatte am Anfang. Aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, wie mit Widerspruch, wie mit Zweifel, wie mit Kritik umgegangen wurde, das hat mich einfach an die DDR erinnert. Ich bin ja in der DDR geboren worden, groß geworden und kenne diese Sprache, kenne diese Art und Weise der Diskussion, was ja keine Diskussion ist, das ist ja eher Diktat. Und das hat mich eben sofort hellhörig gemacht. Und da war mir dann eigentlich die politische Ausrichtung erstmal schlichtweg egal. Es ging ums Prinzip. Und deswegen, so ist es auch mit dem Hintergrundmagazin und ja. Ja, das wollte ich auch nochmal fragen, ganz genau. Da arbeitest du ja natürlich auch mit einem Kollegen, mit vielen Autoren zusammen, die auch unserem Meine Publikum... Hier. Richtig. Als Buch. Welchen meinst du? Patrick. Den Patrick Barb, der hat noch Recherchieren hier auf dem Tisch, genau. Und ich habe auch schon mit ihm gesprochen. Im neuen Jahr wird es hier tatsächlich ein Seminar geben, dass wir da auch die Medienkompetenz ein bisschen schulen, auch bei uns. Ne? Aber der Walter von Rossum ist ja wahrscheinlich vielen auch bekannt. Der Jonas Tügel, dann haben wir den Jacques, genau, also und den Daniele Ganser, Michael Mayen natürlich, klar, sicher. Aber die Frage ist, aus welchem Grund ist das jetzt direkt ein Hintergrundmagazin? Warum meintest du, wäre dieses Magazin sinnvoll gewesen und würde vielleicht eine Nische füllen in diesem großen Zeitschriftenmarkt? Du bist ja in jeder gut geführten Bahnhofsbibliothek oder ich sag mal nicht, keine Buchladen ist das ja ein richtig oder guter. Neben Tichy, genau, ist, kann man dieses Heft finden und das kann man heute auch mitnehmen, hat der Andreas gesagt. Dann sag mal kurz noch dazu. Also natürlich erfinden wir nicht das Rad neu. Es gibt viele Nachrichtenmagazine, viele Magazine. Mhm. Es gab sogar ein anderes Hintergrundmagazin, das ich ausdrücklich marxistisch einstufte. Das gibt es nicht mehr. Das war am Ende, ich weiß gar nicht, wann das eingestellt wurde, das ist schon eine Weile her. Man findet noch einige Reste im Internet und ist dann überrascht, wenn man wie ich eher aus dem linken Lager kommt und denkt, auch marxistisches Magazin Hintergrund. Wie gesagt, das ist nicht das, ne? Das war ein anderes. Und die waren am Ende, warum auch immer, wirklich in einer Art und Weise islamophob, die wirklich, also selbst wenn man seine Probleme mit dem Islam hat und mit den Fanatikern unter ihnen und mit allem, was da zusammenhängt, hat das eine Tonart gehabt, die mich wirklich also entsetzt hatte. Okay. Möglicherweise ist deshalb sind die auch eingegangen. Wir werden ab und an verwechselt mit ihnen. Oh. Das Hintergrundmagazin ist 1993 entstanden und auch gedruckt worden die ganze Zeit, hat sich immer auch selbst als alternativ, als konträr eben auch bezeichnet und wollte eben auch immer Hintergründe liefern. Also mehr als das, was man sonst so angeboten bekommt, richtet sich eben ausdrücklich dann da an ein Publikum, das gewillt ist, ein bisschen länger zu lesen, ein bisschen mehr zu lesen, okay. Die also keine Angst haben davor, dass ein Artikel ein bisschen länger als eine Seite ist oder sowas. Aber wir haben da jetzt auch keine Textwüsten oder sowas drin. Mhm. Und 2021, glaube ich, war das, ist das Magazin erstmal im Druck eingestellt worden, war nur noch öffentlich, also nur noch online. Und jetzt zum 30. Jahrestag hatte der Herausgeber einfach den Wunsch, auch angetrieben durch die allgemeine Entwicklung in den Medien, dass er auch den Eindruck hatte, dass der Diskursraum immer weiter verengt wird, auch wenn einige immer sagen, nein, das sei gar nicht so, man kann ja alles sagen, bla bla, dass eben er den Eindruck hatte, es bedarf wieder auch eines gedruckten Magazins, weil er den Rücklauf hatte, dass viele eben dieses haptische Gefühl durchaus mögen, also ein Magazin zu kaufen und in der Hand zu haben. Mhm. Das online gibt es nach wie vor. Und er hat also dann gefragt und
hat mich gefragt. Ich habe ja gesagt. Und heute würde ich wahrscheinlich nochmal gründlicher überlegen, ob ich das nochmal mache, weil es ist eben unglaublich. Also, wir sind eben, wie gesagt, nur zwei Leute. Ja. Viele denken ja, wir haben da eine Riesenredaktion hinter uns. Ist gar nicht so. Es gibt viele Helfer, die rundherum so ihr Ding machen und helfen. Aber richtig redaktionell sind wir eigentlich nur zwei Leute. Von dem Hintergrund sind wir dann jedes Mal auch ein bisschen stolz, wenn das dann irgendwo liegt in der Bahnhofsbuchhandlung oder wenn wir eben Rücklauf bekommen. Und wir haben eben nach wie vor den Anspruch, dass wir versuchen, etwas tiefergehender und vor allem auch Fakten zu bringen, beziehungsweise Autoren oder Stimmen, Experten zu Wort kommen zu lassen, die aus welchen Gründen auch immer klein gehalten werden. Es ist nicht so, dass sie nicht zu Wort kommen, dass sie ignoriert werden, aber sie werden eben aus unserer Sicht mit ihrer Expertise nicht angemessen berücksichtigt. Karin Leukefeld zum Beispiel. Ja, ne? Also hervorragend. Die einen großen Prozess gegen den WDR geführt hat, der sie versuchte zu diffamieren. Und das ist typisch. Daniele Ganser ist das gleiche in Grün. Michael Mayen hat das erlebt. Patrick hat das erlebt. Patrick Barb. Ich bin gespannt, wann ich dran bin, weil ich ja auch noch in meiner beruflichen Karriere für die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, Sputnik News, SNA, gearbeitet habe. Und ich eigentlich erwartet hatte, dass sobald bekannt wurde, dass ich bei Kontrafunk oder beim Hintergrund bin, dass da sofort, also ja, der Putin-Knecht und was man dann so alles ist. Und man, als wenn man Nawalny persönlich jeden dritten Tag irgendwie erwürgt oder irgendwie sowas. Ja, ja, klar. Das ist so der Hintergrund, dass man dazu beitragen will, dass eben diese Informationen nicht so stromlinienförmig sind, nicht so eintönig sind, nicht so einförmig sind, sondern dass man die Nutzer nicht für blöd hält oder für blöder als man selbst ist, sondern dass man ihnen klassischer journalistischer Anspruch Informationen an die Hand gibt. Die Meinung sollen sich die Leser oder die Nutzer selber bilden. Das ist so der Hintergrund. Super. Also ich denke, da gibt es auch eine ganze Menge zu schreiben. Also wir wissen, wie viele Dinge fehlen in der Presse oder wie viele anders ausgedrückt werden. Also der Begriff Lückenpresse ist schon, Lückenpresse ist schon richtig, weil es ist da. Es ist nicht so, dass, also ich habe jetzt bei der Recherche unter anderem mich vorbereitet, einiges gefunden, auch bei der Tagesschau, was den Ukraine-Krieg betrifft. Mhm. Also es gab am Anfang durchaus auch Stimmen, wo man erstaunt ist, die Wucht der transatlantischen Narrative so immens und dieses Trommelfeuer, dass diese wenigen konträren oder anderen Stimmen total untergehen. Ja, ne? Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir doch in den Vortrag. Das Thema ist heute zwischen den Zeilen lesen. Und unser Publikum oder das Publikum ist immer sehr aufmerksam und auch sehr konzentriert. Ich wünsche dir nur viel Freude. Danke dir. Ja, also auch da glaube ich, würde ich, wenn als Sabine mich gefragt hat, wie ich es nennen würde, würde ich wahrscheinlich heute es auch anders nennen und nicht mehr zwischen den Zeilen lesen, weil das glaube ich etwas missverständlich rüber, etwas missverständlich rüberkam. Denn zwischen den Zeilen lesen, als ich das schrieb oder als ich Sabine das sagte, dass ich das als Motto, als Überschrift für den Abend gut fände, erinnerte ich mich daran eben aus meiner DDR-Erfahrung, dass man da gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen. Das hieß aber nicht, dass man mühselig irgendwie in einer Nachricht irgendwie im Neuen Deutschland oder so eine Zwischenzeile gesucht hat, sondern dass man eben versucht hatte, die Kremologen haben das irgendwie im Westen gemacht, also aus Veröffentlichung der KPDSU oder der Pravda irgendwie eine neue Botschaft des Kreml oder der sowjetischen Führung herauszulesen. Und so hat das eigentlich auch in der DDR-Bevölkerung jeder gemacht, allerdings aus den normalen Nachrichten oder den Nachrichtenmedien gar nicht, sondern das zwischen den Zeilen lesen war üblich in der Kunst und Kultur, in der bildenden Kunst, also vor allem in der Musik, im Theater, bei den Büchern gab es diese wirkliche Kunst im wahrsten Wortsinne, zwischen den Zeilen schreiben zu können oder Botschaften zwischen den Zeilen zu verstecken. Wenn dann Kritik laut wurde, die Zensoren quasi überlistet wurden. In der Musikszene der DDR gab es so diese Begrifflichkeit des rosa oder grünen Elefanten, weil jede Platte musste genehmigt werden von der Zensur. Und die Lyriker, also die Texter, die haben also mit voller Absicht beim Texten Begrifflichkeiten gewählt,
die, von denen sie wussten, dass die Zensoren darauf sofort anspringen würden und sagen, das muss geändert werden. Und bei dieser Eifrigkeit, sie haben also etwas geschafft, sie haben also der Partei und Staatsführung geholfen, Feindpropaganda zu verhindern oder irgendwie was anderes. Und dabei sind ihnen andere Begrifflichkeiten durchgerutscht, die eigentlich tatsächlich rüberkommen sollten. Mir ist als Beispiel dafür immer die Gruppe Silly sehr bekannt. Die haben das dann so weit getrieben, dass sie 1984 ihr Album zwischen unbefahrenen Gleisen wurde dann eingestampft, weil das hat dann nicht funktioniert. Das war dann bei drei Titeln, war es dann doch ein bisschen zu viel zwischen unbefahrenen Gleisen. Der Song ist eigentlich harmlos, wenn man den sich an- oder durchliest. Aber jeder, der in der DDR ein bisschen mitgedacht hat, hat also sofort gemerkt, es geht um das Grenzgebiet oder es geht um das Gebiet, wo man nicht hinkommt. Die Gleise sind also von überwuchert, grün und so weiter. Und der Zensor, die müssen also einen klugen Zensor gehabt haben, der hat das natürlich, den Braten natürlich sofort gerochen und hat das Ding also sofort zurückgezogen. Beim zweiten Lied, 1000 Augen hieß das, war klar, 1000 Augen prüfen meinen Pass, hieß zum Beispiel eine Zeile da drin. Da war sofort klar, da klingelten also Alarmglocken. Wer später dann, die Platte wurde dann verändert, wieder aufgeführt. Und da gab es das Lied 1000 Augen, hieß dann plötzlich Psycho. Und eigentlich ist der Text nur in wenigen Stellen verändert, sodass man sich fragt, was haben die da eigentlich dran gewollt? Ich zum Beispiel fand, dass den Text eigentlich noch viel schlimmer war oder mich mehr begeistert hat. Das waren so dieses zwischen den Zeilen lesen. Man hat also als DDR-Bürger dann sehr darauf geachtet, wer was sagt, wer was wie sagt, wer was wann sagt. Gibt so den berühmten Spruch der Königin von England, die immer gesagt hat, muss etwas gesagt werden, muss es jetzt gesagt werden, muss etwas von mir gesagt werden. Und so haben sich auch viele DDR-Künstler verhalten. Beispielsweise simpel. Also der berühmte DDR-Maler Werner Tübke hat sich voll bewusst für Altmeistermalerei entschieden und nicht für sozialistischen Realismus. Und ist damit auch durchgekommen. War nicht sehr begeistert, die Partei und Staatsführung. Oder der Komponist Siegfried Matthus, der seinen Weltruhm, muss man wirklich so sagen, einer der wenigen DDR-Künstler, die also Weltruhm genossen haben und der das also auch ausgenutzt hat und zum Beispiel einen Ruf an die Akademie der Künste West-Berlin angenommen hat, obwohl die Partei und Staatsführung dagegen war. Oder Theaterstücke. Viele DDR-Bürger sind im Theater gewesen, weil sie zwischen den Zeilen etwas mitbekamen, meistens durchs Bühnenbild oder durch Gesten der Schauspieler. Richtige Theaterskandale in dem Sinne gab es dann gar nicht. Es gab einen einzigen, 59 glaube ich war das, Sorgen und Mächte oder so hieß das, glaube ich, von Peter Hacks. Erst im Deutschen Theater aufgeführt, sofort abgesetzt worden und dann ironischerweise im Theater Senftenberg, also im Braunkohlegebiet, neu aufgeführt. Merkwürdigerweise, es ging, das war auch DDR, es gingen viele Dinge, wo man heute sagt, erstaunlich. Aber dann auch abgesetzt worden, weil es wurde eben doch gesellschaftskritisch. Ja, oder Heiner Müller. Ganz bekannter Fall. Oder eben Bücher, also die dann, wo sich DDR-Bürger regelrecht drauf gestürzt haben. Also ein ganz bekannter Fall ist Dialog mit meinem Urenkel von Professor Jürgen Kuczynski, also dem Nestor der DDR-Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftshistorie. Und das Buch ist eigentlich nur so, ist eigentlich wirklich lächerlich. Aber es war eben wichtig und die Leute haben es rasend gekauft und es ist immer wieder aufgelegt worden, weil darin zum ersten Mal über den Personenkult und Walter Ulbricht berichtet wurde, ohne Zensur. Das, was alle wussten, aber was eben nie gesagt wurde, ne? Oder bestimmte Erscheinungsformen des Stalinismus, die in der DDR möglichst unter den Deckel gehalten wurden. Oder bekannt geworden auch das Buch Troika. Eigentlich, also ich würde jetzt mal sagen, jetzt keine Weltliteratur, aber es ist eben von Markus Wolf, dem Chef der DDR-Auslandsspionage, der ehemaligen. Und die Art und Weise, wie er geschrieben hat, was er geschrieben hat, worüber er geschrieben hat, haben viele DDR-Bürger in der Zeit, eben in den 80er Jahren, so als Art, endlich bewegt sich was, endlich sagt einer, was der auch was zu sagen hat und der einen gewissen Einfluss hat. So war das gemeint mit zwischen den Zeilen lesen. Also heute, und deswegen habe ich Sabine gesagt, ich fühle mich in der heutigen Medienlandschaft wieder daran erinnert, so ein bisschen dieses Gefühl, darauf zu achten, wer was, wann, wie sagt, mit welchem Tonfall, was nicht gesagt wird, welche Worte zum Teil gesagt werden. Da ist wirklich auch ein Déjà-vu-Effekt inzwischen da. Also es gibt viele Begrifflichkeiten, die
wo ich erstaunt bin, muss ich sagen, der schlimmste Fall ist tatsächlich dieser Begriff der verfassungsschutzrechtlichen Delegitimierung des Staates als Ermittlungsgrund des Verfassungsschutzes. Das ist fast wortgleich mit dem Paragraphen 106 des DDR-Strafgesetzbuches staatsfeindliche Hetze. Und die werden dann nicht mal rot bei. Und selbst wenn man sie daran erinnert, sagen sie einem, das kann man nicht vergleichen. Man vergleicht da immer Äpfel mit Birnen. Wenn man dann sagt, ja gut, das ist Obst, also irgendwie kann man das schon vergleichen, ist man trotzdem ein Schwurbler. Und sie können doch nicht die Diktatur mit unserer Demokratie vergleichen. Interessant ist, dass solche Begrifflichkeiten auftauchen, auch so dieses Beharren auf bestimmten Begriffen. Wir haben es in der Corona-Pandemie auch erlebt, dass man merkte das förmlich, dass also unbedingt der Begriff Schwurbler oder unbedingt der Begriff Querdenker oder andere Sachen rein mussten, dass Verbindungen hergestellt wurden zu anderen Personen, zu bestimmten Kreisen. Und da ist mir in die Hand gefallen, ausgerechnet von der Bundeszentrale der politischen Bildung gibt es nämlich die haben 2016 eine Art ganze Seite aufgeführt, wo sie die politische Diversion bzw. die Arbeit der Staatssicherheit gegen staatsfeindliche Kräfte mal beschrieben haben, anhand eines Leitfadens der Stasi, politisch-operative Bearbeitung des Täters, die Aufklärung des Täterbildes. Und da waren eben zum Beispiel für die Stasi wichtig, das soziale Verhalten, also Beruf, Freizeit, Öffentlichkeit, gesellschaftliche Arbeit, auch das, was wir heute haben, bei Menschen, die sich kritisch verhalten, wird sofort erstmal geguckt, wo kommen die her, wo arbeiten die, wie viel Einfluss haben die, mit wem sind die in Kontakt, Verbindung zu Personen und Institutionen, so wörtlich in diesem Stasi, in dieser Stasi-Handreichung. Heute heißt das Kontaktschuld. Wenn man irgendwie, also ich gehe mit, also deswegen, ich warte eigentlich nur darauf, dass ich irgendwann mal irgendwo auftauche, der hat mit dem geredet oder der arbeitet ja mit dem oder hin und her. Bislang noch nicht Erfolg, werden wir sehen. Diese Ähnlichkeiten, diese Formulierung auch, diese Wortwahl, die erinnert mich eben an ein Land, das nach wie vor ich als mein Heimatland betrachte, also ich will die DDR jetzt nicht in Grund und Boden verdammen. Ich kann auch mit diesem Begriff Unrechtsstaat nichts anfangen, weil es ist für mich der Versuch von Leuten, die es nicht ertragen haben, dass die DDR überhaupt existierte oder 40 Jahre lang existieren konnte, die jetzt nochmal drauftreten wollen. Und ausgerechnet von Leuten meistens, die aus dem Staat kommen, der laut Bundesverfassungsgericht die Fortsetzung des Dritten Reiches ist, höchst offiziell, aber das nur nebenbei, wo ich wirklich, wie gesagt, erschrocken war, auch das zwischen den Zeilen, eine Botschaft eigentlich an die Bundesbürger, ist dieser Begriff Gegneranalyse. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen vom Zentrum Liberale Moderne, gegründet von Ralf Füchs und Marie-Louise Beck, beide in der Grünen Partei. Und Gegneranalyse ist auch Stasi-Sprache. Also ganz deutlich, da gibt es überhaupt kein Vertun. Natürlich, wenn man den beiden das sagt, sind natürlich rechtschaffend empörend, also wie kann man und so. Es ist vor dem Hintergrund für mich interessant gewesen und jedes Mal, wenn ich das irgendwie Gelegenheit habe, irgendwie in Debatten und Diskussionen anzubringen, wird darauf nicht reagiert. Denn ausgerechnet Ralf Füchs führt einen solchen Begriff ein. Ralf Füchs, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, war früher im Kommunistischen Bund Westdeutschlands, KBW, da war die SED eigentlich noch ein Kleingärtnerverein gegen das, was da passierte. Offiziell waren sie Maoisten, aber de facto sind sie Neostalinisten gewesen. Wirklich ganz streng organisiert, wirklich, da gab es kein Abweichen. Und interessanterweise konnten die sich alleine auflösen, hatten immer Geld. Keiner hat gefragt, woher die ihr Geld haben, konnten sich dann auflösen selber. Auch da hat keiner gefragt, wo die eigentlich abgeblieben sind. Und vor allem interessiert niemand, dass überproportional ganz viele grüne Funktionäre KBW-Mitglieder gewesen sind. Der prominenteste Fall ist gar nicht mal Ralf Füchs, sondern Winfried Kretschmann, der jetzige baden-württembergische Ministerpräsident. Es gehört dazu Rainer Bütikofer im Europaparlament, Christa Sager, es gehört dazu, wie gesagt, Ralf Füchs, es gehört dazu Herr Barbarowski von der Humboldt-Universität und noch einige andere. Winfried Nachtwey, glaube ich, der ehemalige Justizsenator von Berlin. Also es ist wirklich auffällig und keiner fragt danach. Jede Klofrau des MFS wird behandelt, als hätte die irgendwie Rudolf Barrow persönlich irgendwie jeden Tag gequält.
Und bei den Leuten wird nicht nachgefragt. Auffällig. Für mich jedenfalls. Und wie gesagt, in diesem Zusammenhang, dass ausgerechnet Ralf Füchs dann einen solchen Begriff wählt, tatsächlich damit hausieren geht und mit Staatsgeld. Also es ist ja nicht ein einziger Cent irgendwie selbst erwirtschaftet, sondern es ist nachgewiesen, fast alles Staatsgeld. Und da sind sie natürlich besonders ich will nicht sagen, das Wort angepisst, sagt man ja nicht so, soll man nicht so sagen, weil die ganze Bildung im Arsch ist, aber es ist schon auffällig, finde ich. Und dann eben auch Marie-Louise Beck, auch grüne Politikerin. Marie-Louise Beck tauchte in den Unterlagen, in den geleakten Unterlagen der Integrity Initiative auf. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. 2015 gegründet vom Institute for Statecraft in Großbritannien, von Geheimdienst, britischen Geheimdienstleuten, offiziell gegründet, um russische Propaganda zu entlarven und dagegen etwas zu tun. De facto haben sie das Gleiche gemacht, was jeder Desinformant macht. Das heißt also, sie haben Cluster gebildet in ganz Europa. Und in Wissenschaft, in Politik, vor allem aber im Journalismus und in den Parteien. Und es sollte also dazu gehen, russische Narrative unglaubwürdig erscheinen zu lassen und die transatlantische Narrative halt als das Maß der Dinge. Und in diesen Unterlagen, wie gesagt, taucht auch Marie-Louise Beck auf. Und der deutsche Cluster wurde interessanterweise geführt aus dem Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Mag blanker Zufall sein, der dortige Direktor des Instituts, Joachim Krause, hat sich auch wirklich händeringend dagegen gewehrt, mit Klage gedroht und so weiter, wenn man ihn damit in Verbindung bringt, weil sein freier Mitarbeiter Hannes Adomeit an diesem Institut, der war der Clusterführer. Und interessanterweise, Universität Kiel, ist das die Universität, die Patrick Barb dann letztlich ihn behandelte, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, von Wladimir Putin jeden Tag irgendwie mit berittenen Booten $10,000 oder so bekommt. Und das finde ich, diese Auffälligkeiten, diese Verbindungen, diese Kontinuitäten auch, die finde ich interessant und die lassen mich hellhörig werden. Zwischen den Zeilen lesen, also ich habe irgendwie in der DDR gelernt, also ich zumindest, kann immer nur von mir sprechen, haben mich gelehrt, genauer zuzuhören, darauf zu achten, wer was sagt, wer wann was sagt und welche Hintergründe da eventuell mit hinterstehen. Sabine bat mich, mich vor allem so ein bisschen auf den Ukraine-Krieg oder auf meine Wahrnehmung, zwischen den Zeilen Wahrnehmung, was den Ukraine-Krieg betrifft, einzugehen. Und da ist eben auffällig, dass da bestimmte Narrative von der ersten Minute an fallen. Und das wichtigste Narrativ ist eben, dass so getan wird, als sei der Krieg am 24. Februar 2022 irgendwie entschieden worden, weil Wladimir Putin morgens beim Zähneputzen festgestellt hat, dass er Zahnbluten hat und ich wollte ja noch die Ukraine überfallen. Dass das also keine Vorgeschichte hat. Dass also es wirklich hartnäckig versucht wird, zu ignorieren, dass der, wie jeder andere Krieg in der Geschichte, auch eine Vorgeschichte hat. Was ihn nicht rechtfertigt, wohlgemerkt. Also will ich überhaupt nicht irgendwie Vorschub leisten. Also bin da total auf der Seite bei jedem, der sagt, er hasst diesen Krieg, er findet ihn schrecklich, wie jeder Krieg. Es ist einfach unverantwortlich. Da kann ich total mit umgehen. Womit ich nicht umgehen kann, ist diese Darstellung, und auf die will ich jetzt auch eingehen, so unter dem Motto, als wenn das irgendwie, weiß ich, eine Übersprungshandlung von Wladimir Putin gewesen ist und vor allem von dem KGB-Menschen Wladimir Putin, und er will die Sowjetunion wieder haben und er hat das aus den Gründen gemacht und den Gründen und den Gründen und so. Und damit verdeckt wird, dass das eben ein Krieg ist, der eine Vorgeschichte hat und der eben zu einem erheblichen Maße eben auch Teil Schuld des Westens ist. Weil man eben, aus meiner Sicht jedenfalls, weil man es gezielt darauf angelegt hat und umgekehrt man auch genau weiß, wenn man sich das ansieht und wenn man die Chronologie verfolgt und das, was gemacht wurde oder eben auch nicht gemacht wurde, dass man dann erkennt, wenn das umgekehrt gewesen wäre. Das heißt also, wenn Russland meinetwegen auf Kuba agiert hätte, wie die USA oder wie der transatlantische Westen über Jahre in der Ukraine agiert hätten, haben oder in Georgien, dass mit großer Sicherheit die USA genauso reagiert hätten an einem bestimmten Punkt. Abgesehen davon, dass sie seit, wie viele Jahre sind das jetzt? Ich glaube auch fast 70 oder so, gegen Kuba genauso vorgehen. Wenn auch nicht mit einem echten Krieg, das hatten sie auch mal vorgehabt.
Also diese Parallelen sind da. Und aus dem Grunde, weil die USA genau wissen, aus welchem Grund Russland jetzt agiert, wie es agiert, sind die USA auch die, die Russland sehr gut verstehen. Und genau auch deshalb versuchen, die Narrative so zu setzen, dass nicht die Fragen aufkommen oder dass nicht diskutiert wird über das Warum oder über bestimmte Hintergründe. Es wird eben so die Rhetorik gefahren, das ist Putins Krieg. Es wird also personalisiert, Putins Krieg, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Es sei das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass Grenzen mit militärischen Mitteln verschoben werden, was schlichtweg eine Lüge ist. Das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das versucht wurde, ist durch den NATO-Staat Türkei erfolgt auf Zypern. Es gibt noch andere Fälle und Beispiele. Also man versucht eben, das so singulär wie möglich zu gestalten und eben es so hinzustellen, als wenn diese imperialistische Politik Russlands etwas Einzigartiges sei, was also wirklich, also das käme im Westen, im freien Westen auf gar keinen Fall vor, wo eigentlich schon ein loser Blick in Archive das Gegenteil davon besagt. Auch die Tonalität der wichtigsten deutschsprachigen Medien unmittelbar nach Beginn des Krieges ist wirklich bemerkenswert. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja immer erklärt wird, das sei der Qualitätsjournalismus, von dem alle anderen lernen können. Und das wichtigste Kriterium von Qualitätsjournalismus ist die Trennung von Bericht und Kommentar. Und da will ich mal aus einem, also die Sprache ist schon wirklich unfassbar, aus einem Kommentar vom 25.02., also keine 24 Stunden nach 25.02.22, keine 24 Stunden nach dem Beginn des Krieges aus einem Kommentar der ARD. Auch in der traditionell russlandfreundlichen SPD schwant jetzt vielen, dass sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht als das wahrgenommen haben, was er ist. Ein machthungriger, skrupelloser Imperialist, der nichts mehr fürchtet als funktionierende Demokratien in seiner unmittelbaren Nachbarschaft und dem mittlerweile alles zuzutrauen ist, weil in seiner Welt nicht die Stärke des Rechts, sondern nur das Recht des Stärkeren zählt. Also ich habe noch nicht durchgezählt, wie viele Doppelstandards da drin sind und wie viele verlogene Phrasen. Es ist wirklich abenteuerlich. Sei dahingestellt, ob ein Imperialist ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht bewerten. Möglicherweise, also wer einen Krieg beginnt, ist vielleicht ein Imperialist. Kann man gar nicht verhindern, das festzustellen. Das ist aber gar nicht mein Anliegen, sondern diese Doppelstandards sind das. Und die durchziehen die Berichterstattung über diesen Krieg seit der ersten Minute. Und wo so getan wird, als sei man überrascht und entsetzt. Man lernt auch aus den Berichten der ersten 24 oder 48 Stunden, man sei überrascht. Schock in Westeuropa, Schock in Deutschland. Keiner versteht das so richtig. Interessanterweise wird bis heute, mir ist es einmal gelungen, in der Regierungspressekonferenz dazu nachzufragen, warum der BND-Chef, Kahle, glaube ich, heißt er, vergesst den Namen immer wieder. Jedenfalls musste er mit einem Sondereinsatzkommando in der Nacht im 24. Februar aus Kiew rausgeholt werden, weil er sonst festgesetzt worden wäre von russischen Spezialtruppen. Was der da gemacht hat. Weil man ja, es heißt ja auch immer, wir haben da gar nichts gemacht als der Westen. Wir sind da, also das ist alles nur, die Ukraine konnte da machen, was sie wollte, ganz frei. Und wir haben da überhaupt nichts zu tun mit und so. Dass da bereits NATO-Strukturen seit Jahren installiert waren, US-Spezialeinheiten etc., wird versucht, man ignoriert das einfach. Also wer es zur Sprache bringt, im Achselzucken oder das insinuieren sie jetzt, ich kann schon ihre, wie heißt dann immer die Formulierung des Regierungssprechers, schon ihre Eingangsfrage verstehe ich nicht oder irgendwie so, kommt dann immer so, ich verstehe gar nicht, was sie meinen oder irgend sowas in der Drehe. Und ja, das ist so die klassische Methode, da ignorieren wir einfach, da gehen wir gar nicht drauf ein. Und die große Medienmacht macht das ja mit. Und deswegen muss man tatsächlich, um zwischen den Zeilen zu lesen, intensiv suchen danach. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt oder dass das nicht zu sehen ist. Beispielsweise dem Kommentar, den ich gerade vorgelesen habe am 25. Februar in der ARD, es gab auch am selben Tag oder am nächsten Tag einen anderen Kommentar, von einem SWR-Kollegen übrigens, der sehr vorsichtig versuchte anzumerken, dass das also nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern dass da schon eine bestimmte Vorgeschichte ist und dass der Westen da schon sein Schärfchen bei hat, dass man Fehler gemacht hat. Und man vergisst oder man ignoriert aus meiner Sicht, nach dem, was ich so verfolge,
wird da so getan, wie gesagt, als wenn das alles irgendwie 2014 dann anfing mit dem Maidan, mit der Annexion der Krim. Und man muss intensiv danach suchen, dass Boris Jelzin schon 1997 Bill Clinton einen Brief geschrieben hat, in dem er klargestellt hat, sollte der Westen versuchen, die Ukraine in die NATO zu bekommen, ist das die rote Linie. Also schon Boris Jelzin, der als der große Held oder der große demokratische Freund des Westens hingestellt wird, schon der hatte genau dieses Jungtim aufgestellt. Für Russland ist das etwas Essentielles. Das ist eben das Gleiche wie, also man kann die Ukraine als das Kuba Russlands bezeichnen. Das ist alles, was dort passiert, hat elementare Bedeutung für das Land. Das kann man gut oder schlecht finden, das kann man auch kritisieren, das kann man imperialistisch finden oder imperial finden, aber es ist ein essentielles Sicherheitsinteresse Russlands. Und wenn man das ignoriert, hat das entsprechende Konsequenzen. Und derjenige, der das am lautesten sehr früh gesagt hat, ist kein geringer als George Kennan. George Kennan war mal Botschafter in Russland, ist derjenige, der sogenannte Containment-Politik erfunden hat. Das heißt, ich glaube 47 war das, der gesagt hat, wir müssen verhindern, dass die Sowjetunion damals Einfluss gewinnt. Aufgrund ihres hervorragenden Abschneidens im Zweiten Weltkrieg, das es also geschafft haben, obwohl wir erst 1944 die zweite Front eröffnet haben. Sie haben ja zwei Drittel der Nazis gebunden. Sie haben es gesagt, wenn wir nicht geholfen hätten, hätte Stalin trotzdem Hitler besiegt wahrscheinlich. Und um zu verhindern, also dass dieser Einfluss in Westeuropa, im Westen zu groß wird, dass die Sowjetunion also zu großen Einfluss gewinnt, müssen wir die Sowjetunion eindämmen. Das war also die Idee von Kennan. Kennan selbst aber hat dann, als die Mauer fiel, als die Sowjetunion zusammenbrach, in einem sehr bekannten Artikel, ich glaube 1996 war das, in der New York Times davor gewarnt, laut, deutlich, er war schon sehr krank, aber hat immer noch versucht, seinen Einfluss geltend zu machen. George Kennan war einer derjenigen Denker in den USA, nachdem ganze Generationen von Botschaftern, von Diplomaten ausgebildet wurden, also die seine Sichtweise von Sowjetunion aufgesogen haben förmlich. Und George Kennan hat eindringlich davor gewarnt, die Expansion der NATO in das ehemalige Sowjetgebiet ist ein strategischer Fehler potenziell epischen Ausmaßes. George Kennan immer und immer wieder gesagt, es ist ein Fehler. Die Sowjetunion oder Russland dann ist keine Bedrohung für uns. Es ist nicht nötig, Russland zu demütigen. Wir werden das bitter bezahlen, weil Russland irgendwann, wenn es wieder stärker wird, und es wurde dann ja stärker, wenn Russland irgendwann die Möglichkeit hat, seine Interessen wieder zu verteidigen, wird Russland das tun. Also das war immer klar. Und Putin hat die berühmte Rede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, auch die wird heute immer dargestellt, als wenn er nur gedroht hat. Abkehr, der Diktator hat sein wahres Gesicht gezeigt und diesen ganzen Schmus, den man immer hört. Was Putin tatsächlich gesagt hat und was er eigentlich auch danach immer wieder gesagt hat, auch da, man kann das gut finden oder schlecht finden, die Wortwahl etc., aber Fakt ist, dass er ganz klar die russischen Interessen belegt hat. Das, was US-Präsidenten seit Jahren tun, da sagt auch keiner was. Das sind also essentielle Interessen. Selbst wir sagen das ja inzwischen. Westdeutsche Politiker sagen das ja inzwischen auch ganz laut. Und Putin hat also zuletzt in einem Brief vom 17. Dezember 2021, also etwa 2,5 Monate vor Kriegsbeginn, nochmal ganz deutlich gemacht, welche Interessen Russland hat, dass also das wichtigste Interesse ist, dass die Ukraine militärisch neutral bleibt, also nicht Teil der NATO wird. Das war eigentlich der wesentliche Kern. Das wurde hier dargestellt, wenn Sie mal in die Archive gehen und nachgucken, wird das immer dargestellt, wie Putin will verhindern die westliche Einheit, also diesen ganzen Schmonskram, diese ganze Phrasiologie, er will die freie Entwicklung der westlichen Welt, er will uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, er will dies, er will das, er will die Sowjetunion wieder haben, er trauert der Sowjetunion nach, weil er irgendwann mal gesagt hat, der Zusammenbruch der Sowjetunion, weil das war für ihn das größte Trauma des 20. Jahrhunderts. Was er auf seine Weise meint, aber nicht im Sinne von, ich will jetzt die Sowjetunion wieder haben. Das ist immer so eine Unterstellung, die damit schwingt. Und das sind nicht nur Übersetzungsfehler, wohlgemerkt. Ganz bekannt ist auch, dass ihm immer unterstellt wurde, nach der Annexion der Krim, du hättest doch fragen können. Oder wenn dir das Assoziationsabkommen nicht gefällt, du hättest dann anrufen können in Brüssel. Warum habt ihr nicht versucht, das auf dem Verhandlungswege zu lösen? Und hat Putin ganz glashart in einer seiner Jahrespressekonferenzen gesagt, das haben wir getan, nicht nur einmal.
Wir sind in Brüssel vorständig geworden und haben gesagt, hört zu, das Assoziationsabkommen, das ihr da aushandelt, sieht vor, de facto, dass die Ukraine den Handel mit den GUS-Staaten unterbrechen muss. Denn es gab ja schon eine Freihandelszone zwischen den GUS-Staaten. Das wird das Ergebnis sein. Das könnt ihr nicht im Ernst glauben, dass wir einfach da sitzen und da nichts zu sagen. Oder der Artikel 7 des Assoziationsabkommens, der beinhaltete, dass die Ukraine schlicht und ergreifend in dieses sogenannte GSVP, das heißt das gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, eingebunden werden soll. Das ist de facto die Vorstufe zur NATO-Mitgliedschaft. Und da kann man, auch da nochmal, kann man gut oder schlecht finden, imperial oder nicht finden, steht dem nicht zu oder was der Teufel auch immer, aber er hat es benannt. Er hat gesagt, das ist elementar gegen die Interessen Russlands, ob euch das passt oder nicht. Und wir werden nicht einfach zugucken. Also so zu tun, als aus dem Nichts plötzlich wie Donner und Blitz, das ist nicht so. Genau diese Aspekte werden immer wieder unter den Tisch gekehrt. Es wird immer gesagt, ja, Russland hat ja der NATO-Erweiterung zugestimmt, Pariser Charta etc. Wird immer vergessen, dass das, wie gesagt, dass auch Jelzin sich schon dagegen gewandt hat. Und dass Jelzin auch sehr deutlich geworden ist, ihr nutzt unsere Lage aus, dass sie also de facto nicht satisfaktionsfähig waren über Jahre. Sie konnten also aufgrund ihrer ökonomischen Rezession, ihrer fast schon anarchischen Zustände in Russland gar nicht agieren, wie sie wollten. Sie mussten also bestimmte Dinge hinnehmen und das sagen russische Analysten, sagen US-Analysten ganz klar, die USA und die NATO haben das ausgenutzt, weil sie wussten, sie können das machen. Russland ist nicht in der Lage, etwas dagegen zu setzen. Und es wird zum Beispiel auch immer als Narrativ behauptet, wir haben damit gar nichts zu tun. Das ist alles eine freie Entscheidung der Ukraine. Wir haben dann überhaupt nicht gedrängt. Und das kann also nur, es ist nur eine Sache, die Ukraine zu entscheiden hat. In der ARD gab es, ist mir aufgefallen bei der Recherche, einen interessanten Bericht über die Vordiplomatie, also die ganze hektische Vordiplomatie. Sie werden sich entsinnen, Russland hat etwa 100.000, 120.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert gehabt. Und natürlich war das ein eindeutiges Signal. Das macht man nicht, weil die da schön aussehen, von Satellitenbildern ausgesehen, sondern das hat natürlich einen strategischen Grund gehabt. Russland hat ganz eindeutig gezeigt, wir können, wenn wir wollen, wenn ihr weiter gegen unsere Interessen verstoßt, das könnt ihr halten, wie ihr wollt, ihr könnt da toben, wie ihr wollt, wir werden unsere Interessen verteidigen, ob euch das passt oder nicht. Ihr tut das schließlich auch. Und es wurde da in einem Bericht über diese ganzen diplomatischen Initiativen berichtet, also dass Macron da war, Scholz da war, wer da alles mit Wladimir Putin telefoniert hat. Übrigens, Klammer auf, interessanter Aspekt zwischen den Zeilen lesen, was man transportieren will. Es wird Ihnen vielleicht auffallen, es wird immer von Putin geredet, seltener von Wladimir Putin. Fast kein westlicher Politiker muss es ertragen, dass man ihn nur mit seinem Nachnamen anspricht, auch mit dem Titel nicht. So heißt er meistens nur US-Präsident Biden oder sowas, das ja. Aber es geht sofort immer gleich Putin los. Also dieses Aggressive, dieses Herabwürdigende und fast immer dann auch der alte KGB-Mann. Ne? Also dass Pompeo CIA-Direktor war, dass Bush Senior CIA-Direktor war, findet alles nicht statt. Klaus Kinkel war BND-Chef, wird alles nie erwähnt. Das nur Klammer zu. Es wurde in diesem Artikel sehr ausführlich darüber berichtet, über ein Telefonat zwischen Biden und Putin. Und es wurde so dargestellt, wenn man diesen Artikel liest, wird klar, dass das also mitnichten eine Sache ist, die die Ukraine entscheiden kann, sondern dass es die ganze Zeit darum geht, dass Russland und die USA versuchen, diesen Krieg noch zu verhindern. Und das wird überdeutlich, dass sie es nicht geschafft haben und dass die Linien auseinanderlagen, die Sichtweisen auseinanderlagen. Und vor dem Hintergrund, wenn man das liest, wird einem jetzt bewusst, wenn man jetzt US-Analysten liest, die sagt, wir hätten es verhindern können, wenn wir es gewollt hätten. Aber wir wollten nicht. Wir haben tatsächlich es darauf ankommen lassen, dieser Krieg war uns aus grundsätzlichen strategischen Interessen wichtig, um, wie soll ich sagen, es einfach zu versuchen, weil Zbigniew Brzezinski, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, war für James Carter Sicherheitsberater, hat dieses berühmte Buch Chessboard geschrieben, wo er das schon einmal deutlich machte, für die USA ist das essentiell, dass Georgien und die Ukraine herausgelöst werden müssen aus dem Einflussbereich Russlands. Wenn das passiert, ist Russland wirklich massiv beeinträchtigt, wird dann tatsächlich auf den Status einer Regionalmacht zurechtgestutzt. Und für die USA war es
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und vor allem nach dem Zusammenbruch bzw. nach der Selbstauflösung der Sowjetunion immer wichtig. Offiziell war die Doktrin, wir dürfen es nicht zulassen, dass es nochmal einen Staat gibt, der so mächtig und so stark wird wie die Sowjetunion, der uns herausfordern kann, unsere Hegemonie herausfordern. Deswegen auch diese äußerst aggressive Rhetorik gegenüber China, weil das ein Staat ist, der das tatsächlich wieder könnte. Und vor dem Hintergrund ist auch überhaupt die gesamte Strategie zu erkennen, dass die USA darauf angelegt haben. Georgien haben sie versucht, sie haben Saakaschwili mehr oder weniger vors Loch geschoben, haben ihn tatsächlich darauf angelegt, dass er im Zweifel umgebracht wird. Legendäres, ich weiß nicht, ob Sie das Foto kennen, Saakaschwili steht vor seinem Auto, umgeben vor seinen Bodyguards, drumherum in der Entfernung zu sehen, alles russische Soldaten. Das Foto war symbolisch, weil ganz klar war, Russland hat der Welt und vor allem Washington gezeigt, wir könnten, wenn wir wollten, wir könnten ihn festnehmen, wir könnten ihn auch dort niedermähen mitsamt mit seinen Leuten. Wir tun das aber nicht, weil wir gesagt haben, Georgien ist eine der roten Linien und wir halten uns an unsere roten Linien, ob ihr das austestet oder nicht. Und erstaunlicherweise ist ja dann der nächste Staat nach Georgien, nachdem man das versucht hatte, dann die Ukraine gewesen. Man hat das erneut versucht, würde Russland es darauf anlegen, würden sie es wahrmachen, ihre rote Linie zu verteidigen. Nochmal, ich kann es mich immer nur wiederholen, das kann man schlecht finden, das kann man kritisieren, das kann man ganz gräuslich finden, imperialistisch finden. Es geht um den bloßen Fakt, um die Benennung, dass eine Weltmacht, eine Großmacht wie Russland genauso Interessen hat wie die USA und eben sie benennen und im Zweifel durchsetzen. Nichts anderes, was andere Großmächte genauso getan haben. Wie gesagt, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Es geht um das Benennen. Und die mediale Berichterstattung zwischen den Zeilen versucht genau das immer zu ignorieren, beziehungsweise kleinzureden oder wegzureden. Es immer so darzustellen, als sei Russland grundsätzlich imperialistisch, als sei Russland grundsätzlich die russische Ideologie, die russische Nation, das russische Denken, die russische Kultur darauf angelegt, andere zu unterdrücken, sich selbst zu überhöhen. Deswegen ist ja auch zu beobachten gewesen, hier wurde ja plötzlich alles, was russisch war, irgendwie niedergemacht. Russische Bücher, da wurde dann davon geblabert, dass schon Tolstoi angeblich die ideologische Basis für das imperialistische Verhalten Russlands gewesen sein soll. Solchen Schwachsinn. Beziehungsweise wurden Bilder von russischen Künstlern analysiert auf solche imperialistischen oder überheblichen Synonyme oder Bildsprache. Also man hat nichts unversucht gelassen, es so darzustellen, als sei Russland irgendwie eine Nation, die von den Bäumen gesprungen ist und jetzt also die Welt drangsaliert. Und wir, der freie Westen, müssen jetzt aber dagegenhalten, wenn wir nicht von den Barbaren, von den Bolschewiken, auch wieder Nazisprache, irgendwie überrollt werden sollen. Und interessanterweise, und da sind wir dann wieder auch bei Wortwahl, wird ja inzwischen eben auch immer davon gesprochen, die Ukraine verteidigt unsere Werte, es ist auch unser Krieg, die Ukraine verteidigt westliche Werte. Und das wird immer so dargestellt, als wenn das wie gegeben ist, dass das ist, was zu verteidigen ist. Ich frage mich, warum ich westliche, also wenn westliche Werte tatsächlich beinhalten, dass damit zum Beispiel der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen den Irak oder das Zerbomben des Balkans gemeint ist, wenn das die Werte sind oder die völkerrechtswidrige Annexion Nordzyperns, die bis heute nicht geahndet wurde, wenn das westliche Werte sind, finde ich, die müssen nicht verteidigt werden. Also weiß ich nicht, was das soll. Und da sind wir dann bei diesen Doppelstandards und vor allem auch bei der Zynik, beim Zynismus der US-amerikanischen Führung. Wie gesagt, dass sie diesen Krieg sehenden Auges, sie wollten ihn, weil sie die Strategie haben oder gedacht haben oder die Idee haben, Russland damit zu schädigen, Russland damit zu schwächen, ökonomisch zu schwächen, militärisch zu schwächen, vor allem aber auch im Ansehen der Welt zu isolieren. Zumindest Letzteres ist ihnen nicht gelungen, erkennbar, aber auch das andere ist ihnen nicht gelungen, erkennbar. Kann man halten, wie man will. Am 14. Mai 2022 habe ich dazu gefunden, wo das ziemlich deutlich diese Strategie auch zu erkennen ist, nämlich die zuständige Staatssekretärin im US-Außenministerium Karen Donfried
die meinte eben, unser Augenmerk liegt darauf, die Ukraine auf dem Schlachtfeld jetzt so zu stärken, dass sie zu gegebener Zeit am Verhandlungstisch so viel Macht hat wie möglich. Das heißt also, in Washington war schon klar, dass das am Verhandlungstisch enden wird. Obwohl sie Gegenteiliges ständig behaupten. Auch wenn wir die Tagesschau uns angucken, heute ja noch viel schlimmer beim ZDF. ZDF ist ja wirklich also in einer Art und Weise transatlantisch, sklavisch transatlantisch ausgerichtet. In der ganzen Partei wird einem ja manchmal schlecht von. Oder man hat Waschzwang danach manchmal, wenn man dann so heute sieht. Und dann immer der Satz, der dann kommt, aber es gibt nur einen Menschen, der diesen Krieg beenden kann, und das ist Wladimir Putin. Also ich glaube schon, dass er da einen großen Einfluss darauf hat. Aber wenn man dann das davor gelesen hat, wie die US-Strategie ganz offenkundig läuft, das heißt, dass man von Anfang an weiß, militärisch wird die Ukraine das nicht gewinnen. Dann fragt man sich natürlich von der Logik her, Moment mal, ihr verbrennt da also ukrainisches Leben, ukrainische Menschen, die ukrainische Infrastruktur, lasst ihr also draufgehen für etwas, was ihr Werteverteidigung nennt, was aber eigentlich ganz offenkundig nur die Verteidigung eurer geostrategischen Interessen ist. Und zu erwarten, dass ein anderer geostrategischer Spieler wie Russland oder eben auch China im Hintergrund das einfach so schluckt und hinnimmt, finde ich sehr, abgesehen davon, dass sie naiv ist, ist auch sehr verbrecherisch. Also dafür ein ganzes Land, eine ganze Bevölkerung bluten zu lassen, quasi vors Loch zu schieben. Und wir erkennen ja auch, inzwischen wird es ja immer häufiger auch in unseren Medien dargestellt, dass man sich schon fragt, warum eigentlich diese schaumgebremste Unterstützung, wird immer groß dargestellt, wir liefern da Waffen hin und Munition und Geld sowieso, ja, und wir sind ja auch auf ihrer Seite. De facto liefert man das, was schon lange irgendwie schon eigentlich schon aufgebraucht war, was irgendwie eingemottet war. Man hätte ja sogar aus Museen irgendwie Panzer geholt, um die in die Ukraine zu schicken. Und man hat eben auch so nebenbei festgestellt, dass wir selber, also unsere Rüstungsindustrie, gar nicht ausgelegt ist dafür. Das heißt also, wenn wir der Ukraine zum Beispiel Munition schicken wollten, in dem Maße, wie sie es vielleicht tatsächlich bräuchte, um strategisch in Vorteil zu geraten gegenüber der russischen Armee, das würde wahrscheinlich 1 oder 2 Jahre dauern. Und man kann mir nicht erklären, dass man das nicht weiß vorher. Also, und der Krieg zeichnete sich ja, wie wir inzwischen gelesen und gehört haben, schon länger ab. Also, dass da irgendwas was kommen wird. Und anderes offizielles Narrativ, Russlands Luftwaffe sei durch Sanktionen so geschwächt und die Luftverteidigung, die ukrainische Luftabwehr so stark durch die westlichen Lieferungen, Russland habe seine Luftüberlegenheit verloren in der Ukraine. Lesen wir immer wieder, hören wir immer wieder. Und keiner fragt mal nach, wie es dann kommen kann, dass bislang bis heute jeder westliche Politiker, der die Ukraine besucht, mit dem Zug ankommt. Also, wenn die Luftüberlegenheit nicht da ist, können sie auch fliegen. Tun sie aber nicht. Und wir wissen sehr wahrscheinlich, da müssen wir nicht mal Experten zu sein, warum. Das zwischen den Zeilen. Anderes offizielles Narrativ, Russland hat riesige Verluste. Dazu gibt es eine wirklich interessante Aufstellung, die, ich weiß nicht, ob Sie die Plattform kennen, Mediasona heißt die, gilt als oppositionell in Russland, arbeiten mit der BBC zusammen. Und die haben versucht, Zahlen zu ermitteln der russischen Verluste seit Kriegsbeginn. Und dagegen gestellt Meldungen, vor allem französischsprachiger, also belgischer und französischer Medien, was die berichtet haben über Verluste. 12.3., also einen Monat, nicht mal einen Monat, 12.3.22, nicht mal einen Monat nach Kriegsbeginn, meldet RTBF, das ist das staatliche belgische Fernsehen, Verluste von 12.000 russischen Soldaten. Mediasona berichtet von 1.316. 29. September 2020, Liberation, 55.000 russische Verluste. Mediasona berichtet von 6.219. 22. Dezember 2022, Newsweek, schon bei 100.000 russischen Toten. Da Mediasona 10.229. Wie gesagt, Mediasona ist jetzt also nicht jemand oder keine Plattform, die daran bestrebt ist, irgendwie Putins Narrative zu unterstützen oder irgendwie den Kreml toll zu finden. Aber diese Zahlen, die gehen immer weit auseinander. 12. Februar 23, also ein Jahr danach, TF1, also der französisch-staatliche Fernsehsender, meldet 137.780 russische Tote. Mediasona berichtet von 12.538. Und der Gipfelpunkt dann, 24. August 23,
Ouest France, das ist, glaube ich, ein Fernsehsender oder ein Radiosender, ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls französisches Medium, auch ziemlich groß. 213.770 tote russische Soldaten. Da meldet Mediasona 30.698. Also dieses eklatante Auseinanderfallen von Fakten, die uns hier verkauft werden als das Normale, nicht nachgefragt werden, nicht hinterfragt werden, auch nicht. Es kommt dann zwar immer der Satz, diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Also wirklich. Was? Ja, genau. Das ist der Spring. Und wenn schon eine russische oppositionelle Plattform eklatant andere Zahlen liefert und man mit der BBC zusammenarbeitet, mit der angeblichen Mutter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass da keiner der angeblichen Qualitätsjournalisten, ich bleibe jetzt mal nur hier in Deutschland, da mal stutzig wird und sagt, Moment mal, also wir haben jetzt über ein Jahr diese Kriegsberichterstattung und diese Zahlen fallen so auseinander. Wie kann das eigentlich sein? Und vor allem, warum wird da nicht mal offiziell was getan oder irgendwie mal selber mal nachgeforscht oder zumindest etwas vorsichtiger formuliert? Nein, die Toten werden immer mehr und wir haben irgendwie den Eindruck in der Berichterstattung, dass übermorgen die ukrainische Armee vor Moskau steht oder irgendwie sowas. Also das wird da jetzt also schon seit einem Jahr irgendwie behauptet, Geländegewinne und weiß der Teufel was. Nächstes offizielles Narrativ. Putin droht mit Atomschlag. Mal abgesehen davon, dass bisher jede Atommacht mit dem Atomschlag gedroht hat, wirklich jede. Selbst die Atommacht, die offiziell keine sein will, nämlich Israel, hat das schon getan. Es wird dabei übersehen, dass Russland diese offizielle Drohung, denn es war sie tatsächlich, getan hat oder Putin in einer Ansprache geäußert hat, nachdem der Westen mit Atomschlag gedroht hat. Und zwar in Sonderheit Liz Truss, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, die Kurzzeit-Premierministerin Großbritanniens. 24. August 2022 meldete Independent, glaube ich, die Schwesterzeitung des Guardian, dass Liz Truss gesagt habe, sie sei zum Nuklearschlag bereit, wenn sie Regierungschefin wird. Als sie Regierungschefin wurde, hat sie das auch nicht negiert. Also sie hat das bestätigt. Ja, das ist ihr Wille. Sie würde den Atomschlag wagen, wenn es notwendig wird. Putin hat dieses erste Mal das Narrativ verwendet, also dass man das auch könne, am 21. September, also einen ganzen Monat später. Er sagte wörtlich, ich möchte diejenigen, die solche Äußerungen über Russland machen, daran erinnern, dass auch unser Land über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt und in einigen Fällen sind sie moderner als die der NATO-Länder. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, das ist übrigens einer der zwei Punkte der russischen Doktrin, wann überhaupt Atomwaffen eingesetzt werden, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen. Zitat Ende. Also von wegen, ja, Russland geht vor, also droht mit Atomwaffen und der arme Westen fällt jetzt aus allen Wolken und weiß gar nicht, ob er sein Brötchen noch essen kann, bevor dann der große Blitz kommt oder so. Die Deutsche Welle, bekanntlich deutsches staatliches Fernsehen bzw. deutsches staatliches Medium, aber trotzdem natürlich unabhängig, obwohl der Intendant Limburg gesagt hat, wir sind die Softpower, kann man ja auch halten, wie man will. Die Deutsche Welle brachte am selben Tag einen Artikel, wirklich ein Artikel, ist kein Kommentar. Und der Artikel begann, da sind wir wieder bei Qualitätskriterien, der Qualitätsmedien, Trennung von Kommentar und Bericht. Dieser Artikel beginnt mit den Worten, es ist die unverhohlene Kriegsrhetorik eines skrupellosen Kriegstreibers. Und erst dann kommt das Zitat von Putin. Wie gesagt, ist kein Kommentar. Das ist also auffällig, das geht fast jeden Tag seither, ist diese Vermengung, diese, man kann es eigentlich nur Propaganda nennen, geht da vonstatten. Der Münchner Merkur am selben Tag, 21. September 2022, russischer Politiker, es war nämlich nicht nur Putin, sondern ein anderer, ich glaube aus der Partei einiges Vater, glaube ich, heißt die Regierungspartei, russischer Politiker hält irren Atommonolog im TV. Ich darf daran erinnern, dass es kein geringer war als Ronald Reagan, der bei einer Mikrofonprobe als Spaß meinte, sehr verehrte Hörer, ich darf Ihnen verkünden, dass wir soeben die Bombardierung Moskaus beschlossen haben. Es gab dann richtig Sonnenärger, dass das also offiziell zurückgenommen werden musste und entschuldigt werden musste vom Weißen Haus, weil man mit sowas eben keine Scherze und keine Witze macht. In der offiziellen Darstellung aber blieb immer nur übrig, Putin droht mit dem Atomschlag.
Anderes offizielles Narrativ. Russland blockiere ukrainische Getreideexporte und kalkuliere zynisch mit dem Hungertod in Afrika. Sie werden sich sicherlich erinnern. Fakt ist, am 15. Juni 2022 erklärte der Präsidentenberater von Volodymyr Zelensky, David Arachamia, der wird noch eine Rolle spielen später, erklärte, dass in einem offiziellen Interview, dass es geht ja um die Verminung des verbliebenen, also von Odessa, der verbliebenen ukrainischen Häfen, des Zugangs also dazu. Und Arachamia meinte also, das ukrainische Militär sei strikt gegen die Idee, die ukrainischen Schwarzmeerhäfen im Austausch für die Erlaubnis, Getreide über Russland zu exportieren, zu entminen. Also nicht Moskau, sondern Kiew selbst will das also nicht. Aber behauptet wird immer wieder, Russland habe das vermint, Russland blockiert das, Russland kalkuliere zynisch mit dem Hungertod in Afrika. Und auch da eben wird ganz selten erwähnt, wird erwähnt, damit man sich auch immer heraus, wir haben doch berichtet, es ist also nicht so, dass wir es nicht berichtet haben, aber es ist eben in der Frequenz, in der Lautstärke völlig anders, dass die ukrainischen Getreideexporte mehrheitlich überhaupt gar nicht nach Afrika gegangen sind und auch nicht gehen. Also mit dem Hunger in Afrika hat das nun, weiß Gott, gar nichts zu tun. Auch ein solches Narrativ muss man also tatsächlich so angehen und so als souveräner Mediennutzer tatsächlich betrachten, dass man vorsichtig zwischen den Zeilen liest, also nicht im wahrsten Wortsinne zwischen den Zeilen liest, sondern sich bemüht, dahinter zu gucken, andere Informationen, andere Basisinformationen zu suchen, die das Ganze einordnen können, die ein ganzes Bild schaffen können. Nochmal zurück, ich bin jetzt in der Pause zweimal gefragt worden zu dem Hintergrund, warum so viele Leute diese Propaganda, würde ich es mal nennen, oder diese Narrative glauben, beziehungsweise warum das also so durchschlagenden Erfolg hat. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass, ich hoffe, niemand nimmt mir das übel, die Bevölkerungsmehrheit ist klar westdeutsch und die haben eben eine 40 Jahre lange, ich sag's, Indoktrination, ohne dass das jetzt ein Vorwurf sein soll. Umgekehrt, in der DDR war das ja genauso, dass man nur auf die andere Weise indoktriniert worden. Aber es gibt eben halt eine Indoktrination des antisowjetischen, antikommunistischen, antirussischen. Die zeigt sich, oder diese Konfusion in der Begrifflichkeit zeigen sich jetzt. Jahrelang hat man eben nicht von der Sowjetunion gesprochen, sondern von Russland. Man merkt das auch, wenn Reportagen oder Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg kommen. Auch da wird immer von der russischen Armee gesprochen oder von Russland, obwohl es die Sowjetunion ist. Jetzt wird, wo es wirklich Russland ist, wenn dann Russland russische Interessen, russische Geschichte oder den russischen Anteil als Nachfolger der Sowjetunion, wird immer behauptet, Russland versuche, die gesamte sowjetische Geschichte an sich zu reißen, was nicht der Fall ist. Aber da kommt man in die Konfusion mit den Begrifflichkeiten. Das rächt sich jetzt. Umgekehrt in der DDR, aus meiner Erinnerung, das merke ich jetzt, oder merke ich in den letzten Jahren ja auch ganz häufig, ist eben, dass man so wie so eine Art Reflex, Anti-US-Reflex hat, ganz automatisch. Der lässt sich kaum abschalten, da muss man wirklich diszipliniert sein und sich da wirklich auch zwingen zu sagen, maximal ist es die US-Regierung und nicht die USA oder die US-amerikanische Bevölkerung. Punkt. Eine andere Begrifflichkeit, die bis heute nach wie vor eben auch durchschlägt, Amerika. Es wird immer von Amerika gesprochen oder die amerikanische Regierung oder amerikanische Interessen. Zu Amerika gehört auch Mexiko, gehört auch Argentinien und so weiter. Das ist also diese Begrifflichkeiten, das ist auch mit zwischen den Zeilen lesen, glaube ich, gemeint. Aber zurück zum Ukraine-Krieg und den Narrativen. Anderes offizielles Narrativ, das immer wieder bemüht wird, ist Moskau lüge wegen der Verhinderung eines möglichen raschen Friedens durch den Westen nach Vermittlungsversuch des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Sowas hat es nie gegeben, das sei also russische Propaganda, man versuche ja einen Keil zwischen die Staatengemeinschaft zu treiben und so weiter. Inzwischen wissen wir durch Naftali Bennett selbst, der hat am 4. Februar 2023 im israelischen also im Netz, das ist auf YouTube zu finden, ein langes Interview gegeben, in dem er nochmal ausdrücklich bestätigt hat, er hat auf Bitten der ukrainischen, also von Zelenskys Büro, aber auch mit Billigung des Kreml, Verhandlungen aufgenommen, Vermittlungsversuche aufgenommen. Die sind in Istanbul gelaufen
Und Bennett sagt in diesem, auf die Frage, ob die westlichen Verbündeteninitiative letztlich blockiert hätten, antwortet Bennett in der beglaubigten deutschen Übersetzung: Im Grunde genommen ja, sie haben es blockiert und ich dachte, sie hätten Unrecht. Ich behaupte, dass es eine gute Chance auf einen Waffenstillstand gab, wenn sie ihn nicht verhindert hätten. Bennett. So. Er hat da drin auch noch in diesem Interview den berühmten Satz geäußert, dass er von Wladimir Putin das Versprechen in die Hand bekommen hat, er werde Selenskyj nicht umbringen lassen. Was im Übrigen ein Junktim war für überhaupt von der ukrainischen Seite. Die ukrainische Seite ließ wie hieß er gleich? Ich habe den Namen schon wieder fast vergessen. Ah ja, Arakamir. Ich sagte schon, der Name kommt nochmal vor. Das war nämlich der Verhandlungsführer der ukrainischen Seite in Istanbul. Und von der Ukraine aus wurde eben das als ein wesentliches Junktim bezeichnet, um überhaupt mit Moskau zu reden in dieser frühen Phase des Krieges. Dass Moskau also bestätigt bzw. garantiert, dass Selenskyj kein Haar gekrümmt wird. Das hat er gemacht, ganz offenkundig. Die Frankfurter Rundschau am 6.2., also zwei Tage nach diesem Bekanntwerden dieses Interviews, ist wirklich unfassbar. Ich musste das wirklich, also musste erst mal schlucken. Ich zitiere unter der Überschrift Putins heuchlerisches Versprechen: Alle Aussagen von Bennett werden in Zweifel gezogen. Obwohl Bennett, wie gesagt, das ist ja nicht irgendwie Hausmeister gewesen in der Knesset oder irgendwo, war also israelischer Ministerpräsident. Es werden dann als Gegenbeweis, dass Putin lügt und dass Moskau lügt, ausschließlich ukrainische Quellen eingesetzt in diesem Artikel und die Times, die britische Times. Und der ukrainische Außenminister Kuleba, der tatsächlich unter anderem eben auch davon spricht, dass Putin ein notorischer Lügner sei, man könne das alles nicht glauben, bla 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 bla, man kenne das. Inzwischen wissen wir, und zwar durch besagten David Arachamia, der hat dann am 28. November des Jahres im ukrainischen Fernsehen ein Interview gegeben, in dem er ausdrücklich bestätigt hat, ja, es hat diese Verhandlungen gegeben, ja, es hat auch dieses Angebot aus Moskau gegeben, ja, es hat die ukrainische Seite hat natürlich Zweifel gehabt, ob es Moskau wirklich ernst meint. Es hat diese Frage gegeben, ob das Leben von Selenskyj bedroht ist oder nicht. Und die Ukraine hat aber dagegen entschieden. Aber entscheidend ist auch der Punkt, ob der Westen da Einfluss drauf genommen hat. Und Bennett erzählt in seinem Interview wiederum, dass Boris Johnson kurz nach dem Zusammentreffen in Istanbul nach Kiew gekommen sei und tatsächlich gesagt habe, die Ukrainer sollen einfach weiterkämpfen. Da sind wir wieder beim Thema im vollen Bewusstsein, dass der Blutzoll von den Ukrainern geleistet werden muss und das mehr oder weniger so auf dieser Schwelle gehalten wird, zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Und wir sehen das ja jetzt auch offiziell, also inzwischen hat ja auch die Tagesschau begonnen, die Tagesthemen und andere offizielle Leitmedien, das Drama darzustellen, dass es de facto tatsächlich viva da ist im Ersten Weltkrieg. Dass also Gebietsverluste, wenn überhaupt, in Metern bemessen werden, dass die ukrainischen Soldaten völlig ausgelaugt sind, dass sie in ihren Schützengräben im wahrsten Wortsinne kaputt bombardiert werden, dass sie kaum noch zum Luftholen kommen. Das ist auf der russischen Seite mit Sicherheit genauso. Also die sind bestimmt auch fertig mit der Welt. Und also aus diesem Grund, wegen dieser dramatischen Entwicklung, wegen dieses Leidens, wegen dieses individuellen Leidens auch, müsste eigentlich ein Krieg verhindert werden. Das ist genau der Grund, einen Krieg nie anzufangen. Weil man kann dann, wenn der erstmal angefangen hat, hat er seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, seine eigenen Regeln. Und dann passieren Dinge, die so unaussprechlich sind auf allen Seiten, dass man überhaupt nicht mehr wirklich richtig zwischen Täter und Opfer unterscheiden kann. Das ist ja das Drama. Auch wenn wir sagen müssen, aus völkerrechtlicher Sicht hat Russland halt diesen Krieg begonnen. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Umgekehrt aber als mit dem sogenannten Aber, wenn mir das aus einer Gegend erzählt wird oder von einer Staatengemeinschaft erzählt wird, ständig vorgehalten wird, das ist völkerrechtswidriger Angriffskrieg, Verletzung der UNO-Charta, Verletzung unserer Werte und tralala. Ausgerechnet von einer Staatengemeinschaft, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges dutzendfach, fast jedes Jahr das Völkerrecht gebrochen hat und selbst mit ihren Sanktionen gegen Russland das Völkerrecht bricht.
weil ja nur die UNO, nur der UNO-Sicherheitsrat völkerrechtlich gesehen solche Sanktionen erlassen darf. Aber da sind wir, schweifen wir schon wieder ab. Ich wollte bloß nochmal auch darauf eingehen, was in der Pause kam. Also dieses Narrativ ist inzwischen entlarvt. Natürlich kam nach dem Urteil, nach dem Interview von Arachamia sofort auch die gesamte Armada der Qualitätsmedien und hat auch das versucht, anders darzustellen, anders hinzustellen. Arachamia meinte das so und so und die Ukraine habe selbst entschieden und keinesfalls hat der Westen darauf Einfluss genommen, obwohl Naftali Bennett genau ausdrücklich das gesagt hat, dass er den Eindruck hatte, er ist ja in den USA gewesen, er ist in Großbritannien gewesen, in Berlin, in Paris, hat das alles abgesprochen, was es an Verhandlungsmöglichkeiten gab, ob also mit dem Mandat auch der westlichen Staaten agieren könne. Und er ausdrücklich gesagt hat, dass er den Eindruck hatte, dass Boris Johnson und Joe Biden das eben nicht wollten. Ausdrücklich nicht wollten. Inzwischen hat auch Naftali Bennett so ein bisschen zurückgerudert, wahrscheinlich weil er mächtig auch aufs Haupt bekommen hat, zu sagen, du kannst doch nicht, wie kommst du dazu, das hilft den Russen und so. Man kennt diese Spielchen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Letztes großes Narrativ, Russland begeht fortwährend Kriegsverbrechen, zum Beispiel wie Massenvergewaltigung. Das will ich nicht ausschließen, ich sage es nochmal, also in einem Krieg ist alles möglich, das ist ja das Drama. Also ich halte das durchaus für möglich, ich habe keine Belege dafür, aber ich halte es für möglich. Man kennt das in Kriegen, Vergewaltigungen sind ein Mittel, leider, die jede Kriegspartei anwendet. Punkt. Interessant ist, dass das im April 2022 ganz massiv auftrat. Und vor allem nach den Verhandlungen oder nachdem bekannt wurde, dass Bennett diese Verhandlungsführung in Istanbul gehabt hat, dass man also weit kam und plötzlich kam Bucha und es kam Vergewaltigung und. Bei Bucha fehlen mir einfach die Fakten. Für mich ist es eigenartig, weil das auch in der Versenkung verschwunden ist. Es wurde einfach festgelegt, die Russen waren das, ist natürlich naheliegend. Sie waren dort in dem Ort. Auch da nochmal, ich kann das alles nicht ausschließen, in einem Krieg finden solche Dinge leider Gottes statt. Mir erscheint bloß die Argumentation nach wie vor fragwürdig, mir erscheint die Beweisführung fragwürdig, will ich nur damit gesagt haben, und die Zufälligkeiten, dass ausgerechnet unmittelbar nach den Verhandlungen in Istanbul plötzlich Bucha auftauchte, wo sofort gesagt wurde, also unter diesen Bedingungen, man muss sich dann auch Boris Johnson und andere westliche Politiker anhören, also unter diesen Bedingungen können wir mit den Russen kann man nicht verhandeln. Interessant, ich komme zurück zu den Massenvergewaltigungen. April 2022 kam dieses Narrativ ganz, ganz, ganz groß raus, immer aus Kiew. Und dahinter stand die damalige Kommissarin für Menschenrechte der Ukraine, Lyudmila Denisova. Und es stellte sich dann, ich glaube, ein paar Wochen später stellte sich heraus, sie wurde dann gefeuert vom ukrainischen Parlament. Also wenn das passiert, muss da also schon einiges passiert sein, wirklich einiges. Bevor das öffentlich gemacht wird, dass man jemanden aus seiner eigenen Garde quasi vor die Tür setzt, muss wirklich mehr passiert sein, als dann offiziell bekannt gegeben wurde, dass Denisova Vergewaltigung erfunden hat. Sie selbst hat bekannt gegeben, dass sie das gemacht habe, für mich, ehrlich gesagt, aus völlig nachvollziehbaren Gründen. Sie als Patriotin wollte sie ihrem Land helfen. Sie wollte Druck ausüben auf den Westen, Waffenlieferungen, Munitionslieferungen, Unterstützung und so. Deswegen hat sie das Ganze aufgeblasen bzw. erfunden. Fiel auf, wurde bekannt, sie wurde gefeuert. Hat sich dann dagegen gewehrt, hat also Intrigen vermutet innerhalb der ukrainischen Führung. Ich will es bloß gesagt haben, auch dieses Narrativ wurde einfach ungefragt, ungefiltert übernommen. Interessanterweise sowieso in der Berichterstattung entweder ungefiltert ukrainische Argumente, auch da würde ich, wenn ich Advocatus Diaboli spiele, sagen, ja, verständlich, ein Land, das angegriffen wird, versucht alles, um besser dazustehen und die Unterstützer ebenfalls. Kann ich in gewisser Weise mitgehen. Interessant auf der anderen Seite ist, dass auffälligerweise immer von britischen Geheimdienstquellen oder von britischen Quellen gesprochen wird. Erstaunlicherweise irgendwie wird das kaum diskutiert, dass es keine US-Quellen mehr sind, keine US-Geheimdienste sind, sondern auffälligerweise immer Briten. Und da sind wir dann wieder bei der Integrity Initiative. Das ist ja eine britische Konstruktion gewesen.
Und wir kommen zurück auf die zwei, drei Monate vor dem Kriegsbeginn, als aus den USA immer wieder die Meldung kam, Russland wird demnächst angreifen. Das führte ja so weit, dass Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, nicht unumstritten wegen ihrer Äußerung manchmal, aber da hat sie tatsächlich einen echten guten Witz von sich gegeben, wo sie gesagt hat, es wäre gut, wenn Washington sich endlich mal entscheiden würde, weil der Außenminister gerne in Urlaub fahren möchte. Und wenn sie dann einen Krieg beginnen, also wenn wir dann schon einen Krieg beginnen sollen, würde es gut passen, wenn wir wissen, wann wir den beginnen sollen. Und es war natürlich zynisch, weil danach begann ja der Krieg, aber es zeigt, die USA bemerkten, dass ihre Warnungen nicht mehr ernst genommen wurden, dass sie regelrecht ausgelacht wurden, dass ihnen auch immer wieder vorgehalten wurde, warum sollten wir ausgerechnet von allen auf der Welt ausgerechnet euch noch irgendetwas glauben? Nichts. Trotzdem sind genau diese Leute die Größten, die haben die größte Klappe. Wirklich der Gipfelpunkt der Unverfrorenheit für mich nach wie vor ist, dass ausgerechnet Joe Biden, der aktiv, sowohl als er noch nicht im Weißen Haus war, weder als Vizepräsident noch jetzt als Präsident schon davor, sich massivst gegen den Internationalen Strafgerichtshof ausgesprochen hat, mit der klaren Aussage, es könnte dazu führen, dass auch US-Soldaten vor diesem Gericht landen, wegen Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen. Ausgerechnet dieser Mensch stellt sich dann hin und fordert ein Tribunal für Wladimir Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof, den die USA nie anerkannt haben, nicht unterschrieben haben, das Römische Statut. Ganz im Gegenteil, der Vorgänger von Joe Biden, Donald Trump, hat ja die damalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Bensouda, haben sie das Visa entzogen, anderen Mitarbeitern des Gerichtshofs das Visa entzogen, ihnen gedroht mit weiteren Sanktionen. Und es existiert ja nach wie vor ein Gesetz in den USA, das die Militärintervention in den Niederlanden erlaubt, um eventuell US-Staatsbürger freizubekommen aus dem Strafgericht. Muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ausgerechnet der Staatschef dieses Staates, der sich über alles hinwegsetzt, was er irgendwie selber propagiert, als Werte, als Völkerrecht, tralala, der hat die große Klappe und fordert, da ist mir wirklich der Mund offen stehen geblieben, dass da kein einziger der westlichen Qualitätsjournalisten mal sagt, Moment mal, lieber Herr Biden, ausgerechnet du solltest vielleicht da wirklich ein bisschen weniger dich aufplustern. Nichts, null. Das wird nachgebetet, nachgeplappert. Es ist wirklich sensationell. Und in dem Zusammenhang gibt es noch einen interessanten Seitenaspekt zu dem Vorwurf der Massenvergewaltigung bzw. diesem Narrativ gefunden. Es war mir noch bewusst, dass es das gab, weil ich schon damals entsetzt war, dann jetzt wiedergefunden und wieder entsetzt gewesen, nämlich vom 2. Februar 2023 eine Dokumentation oder ein Bericht beim SWR über eine Arte-Dokumentation. Und zwar hieß die Arte-Dokumentation Propagandaschlacht um die Ukraine. Und tatsächlich wird da Lügen aus Moskau und Marketing aus Kiew. Tatsächlich wird da behauptet, also der Regisseur Christian Kehler wird zitiert tatsächlich mit den Worten, die russische Propaganda ist Desinformation, die ukrainische Propaganda ist im schlechtesten Fall Marketing. Da fällt einem nichts mehr ein. Also das ist wirklich, und die halten das auch noch für wichtig und plustern sich auch noch auf. Und wenn man dann sagt, was ist das eigentlich für ein Doppelstandard? Nein, also wie kannst du das vergleichen? Das ist also, du böser, böser Mensch, Putins Knecht und so, man kennt das ja. Das ist wirklich die gängige Machart, die gängige Lesart, die gängige Wortwahl. Und vor allem ist das ein wirklich fast schon lehrbuchhaftes Beispiel für das, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Arthur Ponsonby, den Lord, der ehemalige Page der Königin Victoria. Sein Vater war Privatsekretär von Königin Victoria und Ponsonby hat 1928 nach dem Ersten Weltkrieg, eigentlich hat er keine Veranlassung eigentlich normalerweise gehabt als Kriegsgewinnler, sowas zu schreiben, aber hat ein Buch geschrieben über Kriegspropaganda, über die Lügen der Kriegspropaganda. Von ihm stammt dieser ganz, ganz viel zitierte Satz, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Und 1928 hat er tatsächlich 10 Thesen aufgestellt und die klingen, wenn Sie jetzt nochmal Christian Kehler in Erinnerung haben, was er gesagt hat, tatsächlich der Punkt 10 lautet, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite des Gegners und ist ein Verräter. Das ist der Punkt 10 der Thesen von Ponsonby. Perfekt. Also besser, also jede Journalismusausbildung könnte sich Christian Kehler vornehmen und sagen, Ponsonby 100 Jahre später hat so recht gehabt, weil Ponsonby in dem Buch die Kriegspropaganda Großbritanniens auflistet gegen Deutschland. Und er damals schon auflistete, was da wirklich an Unverschämtheiten von britischer Seite publiziert wurde, nur um
dem kaiserlichen Deutschland eins auszuwischen oder zu schaden. Und wie gesagt, das ist heute immer noch so. Das ist tatsächlich ein schwieriges Feld, gerade in einem Krieg, weil man immer emotional natürlich kurz davor ist, sich zu positionieren oder sich zu bekennen zu einer Seite. Es ist schwer, es ist im Übrigen jetzt auch zum Beispiel im Gaza-Konflikt ganz schwer, sich da irgendwie zu positionieren, weil man natürlich auf gar keinen Fall als Antisemit dastehen will oder als Unterstützer einer Terrororganisation. Aber mein grundsätzliches Problem dabei ist immer, ich habe den Eindruck, dass von interessierter Seite versucht wird, auch in dem Fall so zu tun, als habe der Konflikt am 7. Oktober begonnen. Und das hat er nicht, obwohl das Verbrechen am 7. Oktober unentschuldbar ist und widerlich ist und kaum zu beschreiben ist. Also wer sich an Babys vergeht oder in irgendeiner Form, ich finde, das kann man nicht entschuldigen. Umgekehrt eben sehen wir jetzt auch die Antwort darauf, ist genau das Gleiche in Grün. Und das hat nichts mit Gleichsetzung zu tun oder mit Negierung von Opfern oder weiß der Teufel was. Auch hier passiert typische Kriegspropaganda, dass die eine Seite verteufelt wird, die andere gut dargestellt wird und das versucht wird, was der Journalismus eigentlich nicht tun sollte, sich auf eine Seite zu stellen oder sich gemein zu machen. Und deswegen ist zwischen den Zeilen lesen für normalen Mediennutzer, glaube ich, heute wirklich ganz, ganz schwer, weil das eben auch so schnell geworden ist, weil das eine Flut ist. Man wird ja förmlich überrollt davon. Und es bleibt einem tatsächlich aber trotzdem, wenn man versuchen will, sich ein klares Bild oder zumindest auch selber klar zu bleiben und eben nicht aufzuwachen, wie es vielen Linken zum Beispiel oder der Linkspartei ergangen ist am 24. Februar 2022, die plötzlich die Welt nicht mehr verstanden haben. Und die ganze westdeutsche Friedensbewegung ist ja plötzlich in ein tiefes Loch gefallen mit dem Kriegsbeginn. Die hatten ja echte Identitätsschwierigkeiten bis heute eigentlich. Und wenn man das verhindern will, wenn man also mit ehrlichem Gewissen, mit erhobenem Kopf auch weiter dastehen will, dann sollte man tatsächlich sich die Zeit nehmen und erst einmal vorsichtig. Man hört das, man hört Propagandasprache, glaube ich. Also ich zumindest habe inzwischen, also bei mir klingeln die Alarmglocken inzwischen, wenn ich sowas höre. Eben wie gesagt, weil mich so vieles an der Sprache inzwischen an Sowjetunion und an DDR erinnert. Also das ist wirklich abenteuerlich. Und ich glaube, man tut sich selbst einen guten Gefallen, wenn man vielleicht das erstmal einmal zurücklegt, nochmal nachdenkt oder tatsächlich sich die Mühe macht, danach sucht, wer ist das eigentlich? Oder was ist das für ein Institut, das mir als unabhängig verkauft wird? Oder der Think Tank? Nochmal zurück zu dem, was so uns untergeschoben wird. Mir ist aufgefallen, übrigens bei der Recherche zu dem Heft, das ich hingelegt hatte zum Hintergrund, mir war aufgefallen, dass vor allem T-Online und Web.de ganz massiv dabei aufgetreten sind, noch viel, viel intensiver als ARD, ZDF, als Welt, Bild, wer auch immer, von denen man weiß, also da sieht ja der eine aus, wie der andere heißt, das weiß man ja inzwischen, wie die agieren. Aber gerade bei T-Online und gerade bei Web.de war auffällig, wie intensiv da versucht wurde, transatlantische Narrative zu transportieren. Bei Web.de, also T-Online, zurück zu T-Online, T-Online läuft eigentlich unter falscher Flagge. Denn jeder denkt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, oder ob dass viele denken, T-Online, ja, gehört zur Telekom. Weil die auch noch diesen Magenta-Punkt im Logo haben. Was nicht der Fall ist, die gehören zu Ströer inzwischen. Da hat also nichts mehr mit Telekom zu tun. Haben die lange, lange nicht öffentlich gemacht, haben sie auch ganz hartnäckig gewehrt, das öffentlich zu machen oder ihr Logo zu ändern, öffentlich zu machen, dass sie eben nicht zu Telekom gehören. Man musste sie förmlich zum Jagen tragen. Das ist typisch, also wie soll ich sagen, Vernebelung oder der Versuch, das Publikum zu linken oder das Vertrauen in die Marke Telekom zu nutzen, um diese Nachrichten zu transportieren. Das Gleiche ist bei Web.de. Bei Web.de taucht inzwischen bei den Nachrichten auf, unten unter den Artikeln zertifiziert oder wir richten uns nach den Regeln, JTI nennt sich das, Journalism Trust Initiative oder irgendwie sowas. Bei Initiative, wenn sowas auftaucht, klingeln bei mir sofort die Alarmglocken. Und tatsächlich sind die gleichen Leute wieder dabei. National Endowment for Democracy, ich weiß nicht, ob Sie den Trust kennen, finanziert von den USA. OSF, also Open Science, Open Society Foundation von George Soros. Und so geht das wirklich durch die Bank weg. Und leider
tun sich das die meisten nicht an. Und deswegen eigentlich mein Diktum, man sollte sich die Zeit nehmen, nochmal zu gucken, wer ist das wirklich, wo kommt der her oder die, was ist das für eine Organisation. Und dann lichten sich auch viele Vorhänge. Dann kriegt man auch mit. Das ist aufwendig, gebe ich gerne zu, aber wahrscheinlich ist das für uns Verbraucher die einzig wirklich wichtige Waffe. Und zum Abschluss noch ein Zitat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich will es einfach mal in den Raum stellen und will mal fragen, ob Sie wissen, von wem es ist. Das jüngste Beispiel ist der Versuch der EU-Kommission, die Ukraine anzugliedern. Falsch sei auch, Georgien an sich zu ziehen. Das ist Größenwahn. Wir haben dort nichts zu suchen. Und sie stellen die Ukraine vor die scheinbare Wahl, sich zwischen West und Ost entscheiden zu müssen. Ich halte nichts davon, einen dritten Weltkrieg herbeizureden, erst recht nicht von Forderungen nach mehr Geld für Rüstung der NATO. Aber die Gefahr, dass sich die Situation verschärft, wie im August 1914, wächst von Tag zu Tag. Was schätzen Sie, von wem ist das? Helmut Schmidt. Im Mai 2014 gegenüber der Bild, Helmut Schmidt, wohlgemerkt derjenige, der den Doppelbeschluss durchgedrückt hat, fände ich, also leider lebt er nicht mehr, aber das ist tatsächlich, also da merkt man, da eine Lebensleistung, Lebenserfahrung, eine bestimmte, wie soll ich sagen, Renitenz auch im Denken und eine bestimmte Immunität gegen bestimmte Propaganda. Finde ich, also sollte man sich vielleicht immer wieder bemühen jedenfalls, vielleicht einen Schritt erstmal zurück, einmal durchatmen, vielleicht drüber schlafen und dann nochmal rangehen, glaube ich, hat mir jedenfalls bisher immer geholfen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und jetzt ist, glaube ich, Fragerunde, ne? Applaus